Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Auch heute wollen wir wieder hören, wie Gott Gebet erhört und wollen euch ermutigen, euer Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und das, was er an anderen getan hat, kann er auch an dir tun. Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zu dem Thema, hast du vorgesorgt? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Hast du vorgesorgt? Das ist heute ein Thema. Öl wird knapp, Gas wird knapp, Energie wird knapp. Man weiß nicht, woher was kommen soll. Und das Volk wird laut und sagt, warum hat die Regierung nicht vorgesorgt? Bestimmt haben sie Fehler gemacht. Aber ich möchte dich fragen, hast du vorgesorgt? Nicht mit Heizöl, nicht mit Speiseöl oder Mehl, das musst du wissen, was da für dich das Richtige ist, sondern hast du vorgesorgt für dein geistiges Leben? In Matthäus 28, Vers 20 heißt es, ich bin immer bei euch, bis an das Ende dieser Welt, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ja, er sagt, ich bin immer bei euch. Er sagt nicht, ich bin immer bei euch, wenn er immer Internet schaut und den Gottesdienst, den Input, das und so weiter, WhatsApp, YouTube, was so alles im Internet gibt. Stell dir mal vor, diese ganze Geschichte Internet würde abgeschaltet. Was eigentlich ich für einfacher gehalten habe, wie so ein blöder Krieg. Stell dir mal vor, das wird abgeschaltet. Hast du dann noch eine Verbindung zu Gott? Bist du dann einsam abgeschnitten oder sagst du, ich habe wirklich eine Verbindung zu Gott und das ist wirklich, hast du vorgesorgt? Und das ist wichtig, dass du immer, egal was um dich herum passiert, immer eine Verbindung zu Gott hast. Hast du vorgesorgt? Danke, Herr. Herr, dass uns bewusst ist, Herr, dass die ganze Elektronik alles ausfallen kann oder irgendwo sabotiert werden kann. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass uns wirklich auch eine ganz normale, analoge Verbindung zu dir haben, Herr. Ohne irgendwelche Technik, ohne irgendwelche Medien, sondern, Herr, dass wir eine Beziehung zu dir haben und nicht nur uns, Herr, mit den Medien irgendwo auf die Medien verlassen. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass du mit uns bist. Und danke, Herr, Herr, dass es uns wichtig ist, mit dir wirklich diese Beziehung aufzubauen. Amen. Amen. Und viele Gebetsanliegen sind bei uns eingegangen. Und wir danken euch für euer Vertrauen, das ihr uns immer wieder zeigt. Und ich möchte heute für all diese Gebetsanliegen beten, die wir hier aus Zeitgründen nicht vorlesen können. Es wird immer für alle Gebetsanliegen gebetet. Und da sind zum Beispiel Nachbarschaftsprobleme, Arbeitsstellen, finanzielle Probleme, körperliche Krankheiten, seelische Beschwerden, Familienprobleme, um einige zu nennen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Und Jesus, ich danke dir, dass du diese vielen Menschen kennst, die so große Nöte und Sorgen haben. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Jeder, du kennst jeden und du weißt um jede einzelne Not. Und ich danke dir, dass du der Herr bist, der für alles eine Lösung hat. Und ich möchte dir jede einzelne Person ans Herz legen. Und ich danke dir, dass deine Berührung auch für jede Person möglich ist und möglich wird. Und ich danke dir, dass du jeden durchströmst, der krank ist, und dass du für all die anderen Probleme auch eine Lösung hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erhielten wir per E-Mail für eine neue Arbeit. Seit Jahren bete ich für eine neue Arbeit hier in der Nähe meines Wohnortes, um die täglichen 4 Stunden zur Arbeit nicht mehr fahren zu müssen. Wenn auch Gott in meinem Leben schon oft eingegriffen hat, in dieser Angelegenheit öffnet sich bisher keine Tür. Ich würde mich in dieser Angelegenheit sehr über eure Gebetsunterstützung freuen, da der lange Arbeitsweg sich inzwischen auch gesundheitlich auswirkt. Vielen Dank und Gottes Segen dem Missionswerkteam.
Und Jesus, ich danke dir, dass du diese Person kennst, die dringend eine neue Arbeitsstelle sucht. Und ich danke dir, dass du auch da eine Türe auftust. Und du hast schon so oft geholfen und du hast auch hier einen Weg für diese Person, für eine neue Arbeitsstelle. Ich danke dir, dass du wirklich einen Platz hast und dass sich das offenbart und dass du wirklich dich zeigst, auch in dieser Gebetserhörung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wir beten gerne für dich und die Infos sind wie immer eingeblendet. Eine Frau schreibt von einer unerklärlichen Erkrankung und bittet um Gebet. Liebe Mitchristen, ich habe eine unerklärliche Erkrankung mit vielen Symptomen und keiner Diagnose. Zum Beispiel Bewusstlosigkeit, Schlaganfallsymptome, Schlafwandeln und brennende Schmerzen. Ich glaube, dass nur noch Gott mich heilen kann, weil die Ärzte vor einem Rätsel stehen. Bitte betet dafür, denn ich bin sehr verzweifelt. Ja, Gott kann da ein Wunder tun und dafür wollen wir jetzt beten. Danke, Herr. Danke, Herr. Auch, Herr, für diese Krankheit, Herr, die unerklärlich ist, wo keiner irgendwo eine Lösung findet oder Möglichkeiten findet. Herr, du hast die Möglichkeit. Und Herr, danke, dass wir in deinem Namen, Jesu, diesen Krankheits, ja, Dingen, Mächten gebieten zu weichen in Jesu Namen. Alles, was da plagt, was da krank ist, es muss weichen in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Vater im Himmel, dass wir in Jesu Namen dich bitten dürfen. So steht es in deinem Wort. Ich danke dir von Herzen. Amen. Amen. Eine Frau schreibt uns dieses Gebetsanliegen für ihre Schwägerin. Meine Schwägerin leidet an einer Autoimmunerkrankung und kann sich momentan nur noch von Kartoffeln ernähren. Bei einer Größe von 1,75 wiegt sie nur noch 43 Kilo. Ich bitte um Gebet, dass sie vollständig geheilt wird und wieder an Gewicht zunimmt. Herr, danke. Herr, du kennst diese Autoimmunkrankheit. Danke, Herr, dass du auch die besiegt hast am Kreuz. Danke, Herr, dass du auch der Sieger bist über dieses Leiden. Und Herr, danke, dass es verschwindet. In deinem Namen, Jesu, bitten wir dich, Vater im Himmel. Und danke, danke, durchflute du diese Person mit deiner Heilungskraft. Danke, Herr. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet und viele Menschen schreiben uns, was sie mit Gott erlebt haben. Und eine Frau bat für ihre Enkelin um Gebet. Sie schreibt, ich hatte euch um Gebetsunterstützung für meine Enkelin gebeten. Ihr ging es schlecht, aber nachdem ich mich an euch gewandt hatte, wurde mit ihr alles gut. Sogar meine Schwiegertochter merkte den Unterschied. Danke Jesus und euch, Gott vergelte. Ja, und man merkt wirklich den Unterschied, wenn wir beten, wenn man betet und sich an Gott wendet. Gott heilt Herzen, wie diese Frau es erlebt hat. Und sie berichtet Folgendes. Ich hatte mich im Dezember 2021 wegen Herzrhythmusstörungen und undichter Herzklappe an euch gewandt. Die vom Arzt veranlassten Untersuchungen ergaben unauffällige Befunde. Weder die Herzrhythmusstörungen noch die undichte Herzklappe bedürfen weiterer Behandlungsmaßnahmen. Nur regelmäßige Kontrolle. Gott ist so gut. Ich danke ihm von ganzem Herzen und auch euch für euer Gebet. Ja, Gott ist wirklich gut. Und eine Frau aus den neuen Bundesländern schreibt von Gottes Eingreifen bei ihrem Schwiegersohn. Sie schreibt, ich hatte sie im vergangenen Jahr um Gebetsunterstützung für meinen Schwiegersohn gebeten. Er war nervlich sehr schwer erkrankt. Ein Jahr gab es keine Besserung. Wir haben gebetet und waren oft verzweifelt, weil es keine Besserung gab. Wie ein Wunder ging es im Dezember 2021 immer besser und vor Weihnachten wurde er nach Hause entlassen. Wir können das Wunder kaum fassen und danken unserem Herrn jeden Tag dafür. Wie wunderbar. Und Gott tut Wunder. Bösartiger Tumor wurde geheilt. Ihr habt schon oft für einen kleinen Jungen gebetet. Als er ein halbes Jahr alt war, hatte er einen großen, bösartigen Tumor im Bauchraum. Er hat alle Chemos gut überstanden und wurde nach langer Zeit als geheilt entlassen.
Vor einem Jahr hatten die Ärzte wieder einen bösartigen Tumor in seinem Kopf festgestellt. Auch dieser ist mit Gottes Hilfe geheilt. Danke auch an euch und euer Team für alle Ermutigung in dieser Zeit. Wie wunderbar, wie Gott Gebet erhört. Ist das nicht wunderbar? Gott erhört Gebet, auch in dieser Zeit, in deiner Lage. Gott erhört Gebet, und wenn solche wunderbare, großartige Wunder geschehen, da haben wir wieder Hunger. Ja, es kann doch auch bei mir dies und das geheilt werden. Ich sag dir, wenn du irgendwie eine Heilung hast oder was Wunderbares mit Gott erlebt hast, lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, als Tipp des Tages möchte ich dich wirklich fragen, ja, hast du vorgesorgt? Vorgesorgt wirklich, wenn es draußen geistig kalt wird, wenn alles irgendwo zusammenfallen würde, also die ganze Informationsquellen zusammenfallen würde, hast du vorgesorgt? Ich sag dir, nimm dir Zeit und überleg dir mal, was würde sein, wenn nichts mehr geht, kein Handy, kein Internet, was würde sein? Hast du da noch eine Verbindung zu Gott? Du brauchst die ganz dringend. Wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, diese Woche fliegt die Gruppe nach Israel. Wir werden die Oasentage haben in der judäischen Wüste. Und ich möchte dich so richtig hungrig machen, wenn du sagst, ach, da wäre ich doch auch so gerne dabei. Ja, also jetzt geht's nicht mehr, ist zu spät, aber wir versuchen von den Oasentagen ein Tagebuch zu machen, wo du wirklich live mit dabei sein kannst. Du kannst auf unserer Webseite schauen und siehst, was bei uns gerade dort los ist, was wir erleben, wie es dort aussieht. Schau einfach ab Freitag auf unsere Webseite. Besser noch Samstag oder Sonntag, weil Freitag ist der Flug, da passiert nicht viel. Also schau vorbei, wir würden uns freuen. Ja, Gottes Segen wünschen wir und bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.